Der Cast von Auf dem Highway ist die Hölle los liest sich für mich wie ein Who is Who Hollywoods. Wir haben unter anderem Roger Moore, Burt Reynolds, Dom DeLuise, Jackie Chan, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Farrah Fawcett. Mehr oder weniger ein Cast, der mich in seiner Star Power etwas erinnert an Frankie und seine Spießgesellen, beziehungsweise dessen Remake Ocean's 11, wo sich dann quasi die Spießgesellen rund um George Clooney versammelt haben. Inszeniert wurde der Film von Hal Needham, der gemeinsam mit Burt Reynolds auch das ausgekochte Schlitzohr gemacht hat. Und man darf eines natürlich nicht vergessen, wenn man sich einen Kultfilm wie Auf dem Highway ist die Hölle los anschaut. Der Film ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Und das ist etwas, das merkt man dem Film, finde ich, an ganz vielen Stellen an. Einerseits natürlich, dass die Hauptdarsteller entweder damals, Anfang der 80er besonders bekannt waren oder noch aus früheren Zeiten immer noch bekannt waren und dafür natürlich Star Power war. Andererseits allerdings, nicht nur inszenatorisch von der Art des Filmemachens her, ist es ganz klar, ein Kind, könnte man sagen, der frühen 80er / späten 70er, aber der Film ist für mich auch dahingehend ein Zeitzeugnis, weil er dann doch, wie könnte man sagen, teilweise etwas bedenkliche Stereotypen, beispielsweise von Frauen oder von Arabern zeigt, die heutzutage in unserer politisch korrekten Welt eigentlich gar nichts mehr verloren hätten. Und alleine die Tatsache, dass Jackie Chan in dem Film einen Japaner spielt, wirkt irgendwie etwas seltsam. Außerdem muss man natürlich sagen, dass die Hauptdarsteller sich zu einem gewissen Teil oder zu einem überwiegenden Teil in dem Film eigentlich selbst spielen und ihre Charaktere und Rollen meiner Meinung nach ein bisschen in den Hintergrund kommen. Was natürlich andererseits relativ cool ist, weil sich die Darsteller zu einem gewissen Teil auch selbst parodieren. Roger Moore beispielsweise parodiert sich als James Bond. Wir hören die Bond-Musik im Hintergrund. Es gibt in seinem Auto natürlich die typischen James Bond-Gadgets. Und für mich persönlich waren die Auftritte von Roger Moore mit Abstand die witzigsten Szenen von dem ganzen Film. Was mir persönlich auch noch gut gefallen hat, war mehr oder weniger das Finale, der kleine Kampf zum Schluss, wo vor allem dann auch Jackie Chan endlich zeigen kann, was er wirklich drauf hat, der ja ansonsten eigentlich mehr oder weniger nur, könnte man sagen, Statist Plus ist, der halt einmal quer durchs Bild laufen darf. Außerdem der Subaru-Raketenantrieb, ohne jetzt allzu viel darüber verraten zu wollen, den fand ich auch absolut großartig. Trotzdem muss man den Film allerdings, ich will jetzt nicht sagen vorhalten, aber ich möchte es auf jeden Fall anmerken, dass auch wenn mich Auf dem Highway ist die Hölle los über weite Strecken mit einem Schmunzeln im Gesicht zurückgelassen hat, so richtig lustig und so richtig zum Lachen fand ich den Film dann aber überwiegend eigentlich auch nicht, wenngleich natürlich die Performances der Hauptdarsteller und eben vor allem deren Selbstparodien durchaus unterhaltsam waren und einige Ideen durchaus prickelnd waren, hätte das Ganze natürlich in der heutigen Zeit noch wesentlich rasanter und so weiter sein können. Das Rennen beispielsweise startet erst nach 35 Minuten. Es gibt natürlich die ein oder andere Länge, aber das ist auf keinen Fall etwas, das man dem Film, finde ich, vorhalten kann. Das ist einfach das damalige Filmemachen gewesen. Und deswegen bin ich der Meinung, einerseits, kurze Anmerkung am Rande, die deutsche Blu-ray ist von der Qualität her meiner Meinung nach wirklich gut ausgefallen. Und jeder, der den Film schon mag und der ihn quasi vielleicht auch in seiner Entstehungszeit damals noch gesehen hat oder schon seit Jahren feiert, der wird mit der Blu-ray auf jeden Fall glücklich. Jemand, der jetzt, so wie ich, bei der Blu-ray den Film zum allerersten Mal sieht, der wird sich möglicherweise ein kleines bisschen schwer tun, den ganzen Kultfaktor darum zu verstehen, weil eigentlich meiner Meinung nach der Ruf und der Kult um den Film in erster Linie nur von den Hauptdarstellern kommt. Und ich weiß es nicht, wenn ich jetzt versuche, mich ein bisschen in die 80er zurückzudenken, ich denke auch damals hätte ich den Film nicht absolut grandios und zum Brüllen komisch gefunden. Es ist einfach vieles gut an dem Film, aber nichts, muss ich jetzt sagen, wirklich sehr gut und großartig. Vor allem das Ende war mir dann wesentlich zu abrupt, wenn man bedenkt, was in dem Film alles passiert. Habe ich dann teilweise eben das Gefühl gehabt, dass man den Film einfach nur mehr beenden wollte und dann quasi gemeint hat, ja, zwischen euch ist jetzt auch wieder alles gut, gell? Passt, tipptopp, Abspann. Das war mir ein bisschen zu schnell, vor allem unterstützt das, finde ich, auch sehr
meinen anderen Eindruck von dem Film, dass eben die Charaktere grundsätzlich relativ oberflächlich gehalten sind und dass die eigentlich nur durch die, wie könnte man sagen, natürliche Coolness, die die Darsteller mitbringen, generell leben. Wirklich differenzierte, durchdachte, ausgeklügelte Charaktere hat der Film eigentlich nicht, wobei man trotzdem sagen muss, es ist auch kein Film, der das Ganze dringend notwendig hat. Es ist kein Film mit einer ernstzunehmenden Story, weil wir folgen einem Rennen von A nach B. Punkt. Das war's mit der Story. Es ist einfach ein Feel-Good-Movie mit Fun-Faktor, das sich auf jeden Fall jeder Fan von den Hauptdarstellern auf keinen Fall entgehen lassen dürfte. Es ist allerdings eben meiner Meinung nach auch der typische Film, wo es eben sein kann, wenn man ihn nach dem heutzutage zu beurteilen versucht, was ihm als Ruf vorauseilt, dann könnte es meiner Meinung nach passieren, dass man ein kleines bisschen enttäuscht ist. Mir auf jeden Fall hat der Film gut gefallen. Mir hat der Film Spaß gemacht, aber es ist jetzt auf keinen Fall ein Film, wo ich sagen würde, dass er quasi in die Annalen meiner Lieblingsfilme aus den frühen 80er Jahren eingehen wird. Ein cooler Cast, eine nette Idee, nett und gemütlich zum Zwischendurchschauen, aber das war's für mich dann auch.